Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7 und ich bin hier immer noch am Verzweifeln. Wo geht hier lang? Wo geht's hier lang? Wo kann ich hier runterspringen oder so? I don't get it. I don't get it. Hier muss doch irgendwo einen Weg nach unten geben, verflucht. Wie war denn der Kram hier nochmal? Meine Güte. Krieg gerade irgendwie gar nicht richtig geschissen hier. Ja komm, heil uns erstmal alle. In der Zeit gibt's hier einen Titanen auf die Nase. Ich check's gerade nicht. Nee, ehrlich mal. Wo ist denn da der Weg, verdammt? Ich bin die Magiepunkte noch los, bevor ich überhaupt... Ah komm, normalerweise könntest du doch da einfach so drüber springen, oder? Generell wäre das der falsche Weg hier. Oder auch nicht? Hä? Hier müsste es normalerweise irgendwo mal auch einen Hinweis geben. Ja, dafür gibt es hier Unmengen an Kämpfe. Super, super, super. Na komm, hier. Jetzt habe ich noch 60 Sekunden, bis mich Cloud verreckt. Naja, passt schon. I don't get it. I don't get it. I don't get it. There is no way out. There is no way out. Da ist Norwegen draußen. Nee, es wäre jetzt zu einfach. Oh nein. Die einfachen Dinge kriege ich natürlich wieder nicht geschissen. Es ist wieder zu typisch. So. Dafür gibt es ja erstmal hier ein Beben. Nein, bin ich bescheuert. Naja, gut, okay. Dann kriegt zumindest einer ein Beben ab. Einer bekommt nur noch Feuer. Bam. Ah nee, sogar zwei. Toll. Oh, cool. Ich habe die Fähigkeit Todesurteil gelernt. Das ist endlich mal eine Ansage. Herrlich. Ja, wir holen uns natürlich noch die Kisten hier. Haben wir sonst schon super viel Zeit damit vertrödelt. Sinnlose Kämpfe auszutragen, macht es doch sicherlich auch keinen Unterschied. Ah ja, genau, beschwören, Ifrit, Zauber, Feuer. Und dann soll es eigentlich schon gewesen sein, glaube ich. Ja, Barrett macht seine Arbeit gut. Dafür kriegen die nochmal einen Ifrit obendrauf. Schönen guten Tag, Ifrit, wie war's denn da unten im Keller? Ich hoffe ganz gut. Oh nein, schon wieder Mundgeruch. Mmh.
Ja, jetzt hätte ich natürlich auch noch ganz gerne ein bisschen mehr Lebenspunkte. Und ein bisschen mehr Magiepunkte vor allem. So, da gab es eine Kiste. Blick. Schwarzes Megafon erhalten. Toll. Eine Waffe für Cates. Genau, dann gehen wir nochmal da unten lang. Angriff, Beschwörung, Titan, Limit, Granate. Wir haben eine Granate, Barrett. Schön, Granate geht auch auf mehrere, das ist ganz cool. Und alle, hopp. Bam. Na toll. Dafür habe ich jetzt mal eben kurz den Titan beschworen. Für einen bisschen Gegner, der gerade mal noch einen Schlag ausgehalten hätte. Herrlich. Oh, und da muss ich mal eben ganz kurz Pause machen. Bis gleich. Jo, wie komme ich zurück? Da bin ich schon wieder. So. Habt ja gar nichts von gemerkt, ne? Bis auf das Telefon im Hintergrund. Naja, was soll's. Kann man ja nicht immer was gegen machen. So, zumindest gibt es hier ein bisschen Erfahrungspunkte und... Ether! Yay! Wie viel Ether haben wir denn überhaupt? Oh, 7. Bam. Na gut. Oh, natürlich. Wie soll es denn anders sein? 5 Schritte gehen, 50 Gegner kommen. Och man, was ist denn hier schon wieder für ein Scheiß los? Ein Moment. Wie bei der Deutschen Telekom, Alter. Ich fühle mich hier wie so eine Service-Hotline allmählich. Jo, jetzt wollen wir hier mal schauen, dass wir auch mal hier ein bisschen vorankommen. Angriff, Zauber, ja, wie soll es anders? Ach ja, Beschwörung, genau, die brauchen ja Titan. Mal gucken, ob das hier so alles klappt, macht, tut. Gut, Kampf geschafft. Alle sind glücklich. Magiepunkte auf 0. Herrlich. Würde ich jetzt am liebsten den gesamten Weg nochmal zurück wollen, ne? Ja, passiert. Man könnte ja mal abzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Kampf. Gut, gehen wir mal hier hoch. Oh. Wie du siehst, führt diese Höhle zur Rückseite des Cosmo Canyon. Die Gi waren größer als wir. Hätten sie uns hier angegriffen, wäre alles aus gewesen. Gehen wir weiter. Ja, nee, ist klar. Wie soll ich denn bitte schon an die Kiste rankommen, ja? Ich nehme den Weg. Ich nehme den Weg doch nicht. Ah, hätte ich mal den Weg genommen. Oh, Schlangen. Yay. Ich liebe Schlangen. So, Feuer. Komm, Angriff. Wuff. Na, zumindest einer weg. Noch einer weg. Egal. Aushalten tun zum Glück nicht mehr viel. So, gut gemacht. Oh, Shiva hat ein Level abbekommen. Das ist ja mal cool. Trotzdem brauche ich erstmal Objekte. Genau. Och, Mann. Scheiß Steuerung hier. Gut, gehe ich mal einfach mal den Weg. Ja, herrlich. Super. Genauso stelle ich mir einen Weg vor. Das ist eine totale Sackgasse. Klasse. Dann gehen wir hier lang.
Oh, ein Zufall. Wahrscheinlich greift mich jetzt eine Spinne an. Das Vieh hat nur 4 Beine und könnte so gar nicht stehen. Aber egal. Oh, Todesstoß. Ah, er hat Feuer, das ist gut. Putz. Na komm, noch einmal Todesstoß. Wow. Junge, Junge, komm mal klar. Alter. Ja, das war klar. Nein, 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 auch nicht. Bitte schon wieder nicht auf... Oh, warum auf Barrett? Ach, klar. Nee, ist okay. Ist okay. Warum ausgerechnet auf den fiesen Fettsack? Ach, deswegen. Na komm. Ifrit musste doch was helfen. Na, also. Kann den doch mal auf Cloud prügeln. Oder auf Red. Jo, und weh, Ifrit macht keinen Schaden auf das Drecksvieh. Dann werde ich aber schon ein bisschen böse, du. Na, geht doch. Bäh, hässliche Spinnchen. So, damit haben wir das hier, na, da kommt noch so einer. Super. Herrlich. Ja, jetzt hätte ich natürlich sehr gerne, Turboäther. Jetzt hätte ich natürlich schon mal so etwas wie... Ich hätte einfach mal ein bisschen mehr Äther. Würde mir schon echt glücklich sein. Hm. Ja, ich komme nicht drum rum, ne? Ich komme da einfach nicht drum rum. Na komm. Weil ich sowieso keinen Bock mehr... Achso, oh ja, mir fällt auch gerade so nebenbei ein, die Zeit ist sowieso schon um. So, bis denn. Und so.